Moin, Freunde des gepflegten Kompressorwahnsins. Papa ist wieder in der Garage am Start und hat wieder was für euch. Die lieben Jungs und Mädels von G-Code Pulverbeschichtung haben mir ein Pulverbeschichtungsset zugeschickt, das ich mal ausprobieren darf. Was ist Pulverbeschichten? Das kennen die meisten von Handläufen, Motorradrahmen oder ähnlichem, überall, wo Farbe sehr widerstandsfähig und sehr kratzfest drauf soll. Pulverbeschichten heißt Pulverbeschichten. Man hat das zu lackierende Bauteil vorbereitet für eine Lackierung und das wird dann nicht mit nasser Farbe angesprüht, sondern mit einem Pulver besprüht. Damit das Pulver drauf hält, wird der Lack statisch aufgeladen. Man klemmt dann quasi ein Kabel mit dem Gegenpol an das zu lackierende Teil und die Pulverpartikel in der Pistole werden statisch aufgeladen und haften dann an dem Teil. Danach kommt das Ding in den Backofen und das komplette Pulver verschmilzt zu einem durchgängigen Lack, der sehr, sehr widerstandsfähig und sehr kratzfest ist. So, da ich ja dann wahrscheinlich jetzt der 700.000. bin, der irgendwelche Motorradteile, irgendwelche komischen Querlenker, was weiß ich, Pulver beschichtet in einem YouTube-Video, habe ich gedacht, hey, jetzt machen wir mal was richtig Dummes. Vielleicht funktioniert es ja. Ich habe jetzt ein Winkelblech genommen, das werde ich jetzt Pulver beschichten. Und was habe ich mir noch genommen? Einfach nur, um es zu probieren. Reststück Multiplex. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum man Multiplex nicht Pulver beschichten können sollte, sage ich jetzt mal in meinem jugendlichen Leichtsinn. Das einzige Problem, was ich hier natürlich sehe, ist die statische Aufladung. Holz leitet ja eher schlecht. Man müsste dann eventuell hergehen, das ist in meinem wirren Verstand, das irgendwie leitfähig kriegen. Man könnte es ja zuerst ein bisschen befeuchten, was dann aber für den Lack nicht wirklich toll ist. Deswegen probiere ich das jetzt einfach mal so. Ich werde das Ding auch mal mit Pulver besprühen, auch in den Ofen schieben und dann gucken wir uns mal an, ob das funktioniert oder nicht. Entweder wird das mega geil oder mega dämlich. Also, egal wie, werdet ihr am Ende entweder begeistert sein, weil es so cool ist oder begeistert sein, weil ich so ein Idiot bin. Guckt mal, wie wir das machen. Jetzt zeige ich euch erstmal das Set, was da alles drin ist. Oh, Sesam, öffne dich. Gucken wir mal, was hier alles drin ist. Einmal schöner Koffer, wo alles versorgt ist. Bedienungsanleitung. FFP2-Masken, benutzt bitte immer Masken, wenn ihr mit Pulver arbeitet. Egal, ob ihr eine Absaugung habt oder nicht, weil das ist tatsächlich nicht gut, wenn ihr das einatmet. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen bei solchen Sachen und benutzt eine Vollmaske. Ich werde euch unten auch noch einen Kanal verlinken, der mir recht gut gefallen hat. Das ist die Horex-Werkstatt. Der hat das gleiche System getestet. Guckt mal da rein, weil der hat noch ein bisschen ausgiebigere Tests gemacht. Der re restauriert Motorräder und so ein Kram. Der hat das wirklich auch cool gemacht. Der hat sich aus einer alten Küchendunstabzugshaube hat er sich mit einem Filter quasi so eine kleine Lackierstation gebaut mit Absaugung, damit das Klumpen nicht überall rumfliegt. Verlinke ich euch unten, ist ein cooler Typ. Grüße gehen raus. Sicherheitshinweise natürlich unbedingt vor dem ersten Inbetriebnahme lesen. Es dürfen keine empfindlichen Elektrogeräte an Steckdosen angeschlossen werden. Drehzahl am Gerät beim Betrieb langsam steigern. Schaumstoffstöpsel müssen vor dem Gebrauch aus dem Powder Cup entfernt werden. Bla bla blub. Keine stark isolierenden Schuhe. Also Crocs darf ich meine Nahkampf-Crocs nicht anziehen. Klar, weil das lädt sich ja auf. Also mindestens 5 cm Abstand einhalten, weil sonst habt ihr einen Spannungsüberschlag. Kein Fall die Elektrode berühren, wenn das Gerät in Betrieb ist. Und Personen mit Herzschrittmacher dürfen das Ding nicht betreiben. So, was haben wir noch? Hier sind zwei Probepackungen. Schwarzmaltes Pulver dabei. Da steht dann auch immer drauf, bei wie viel Temperatur und wie lang das Ding eingebrannt wird. Das sind 10 Minuten bei 180 Grad. Trocken lagern natürlich. Hier haben wir den Trafo mit der Klemme, wo das Ding statisch aufgeladen wird, oder das Netzteil, nennen wir es mal so. Einmal Haken zum Aufhängen von den Teilen aus Metall natürlich, damit die leiten. Das sind so Gummipinöppel, wo man in Gewinde und so reinstecken kann, so Silikonpropfen und ein temperaturfestes Klebeband, falls man irgendwo eine schöne Abdeckung rein oder eine schöne Kante reinkleben will. Hier haben wir natürlich das Le Geschoss, die Pistole. Das Pulver kommt hier rein und das Ding sieht eigentlich aus wie ein großer Haarföhn, ne? Dann können wir die ganze Geschichte mal öffnen. Das ist der Cup, der da rauskommt. Da wird die Farbe eingefüllt. Dann wird das Ding einfach reingeschoben. Hier vorne ist die Elektrode, die den Lack auflädt. Dann kann man die Geschichte wieder verriegeln und schon kann es losgehen. Das bereite ich jetzt eben mal vor und dann zeige ich euch, wie ich die Teile Pulver beschichten werde. So, falls ich mich jetzt ein bisschen dumpfer anhöre, ich habe jetzt eine FFP2-Maske auf. Ich bin jetzt einfach mal hergegangen und habe diesen Blechwinkel gereinigt und entfettet. Der ist jetzt verzinkt. Ich will auch mal gucken, ob das auf Verzinkmaterial hält. Habe jetzt einfach die Schäferkiste genommen, das draufgelegt. Hier ist der Anschluss, der dran muss für die statische Ladung. Und das Stück Holz, das habe ich jetzt hier einfach mal draufgelegt. Das hat ladungstechnisch nichts zu tun, aber so kann ich das Ding nachher in den Ofen stecken. Die Pulverbeschichtung hat nur eine Begrenzung. Und zwar begrenzt seid ihr nur durch die tatsächliche Größe des Ofens.
Ansonsten, egal was in den Ofen, wie groß der Ofen ist, so groß könnt ihr Pulver beschichten. Jetzt versuche ich das Ganze, die Geschichte mal hier. Ihr seht, das Pulver wird schon direkt angezogen. So, ich könnte jetzt natürlich beide Seiten irgendwie mit Pulver beschichten, aber tatsächlich ist das nur ein Test. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viel da drauf muss. Aber ich denke, das wird für den Anfang mal reichen. Gucken wir einfach mal. So, und jetzt kommen wir natürlich zum Cassius Knaxus. Jetzt gucke ich mal, was das Holz macht. Ja, viel hilft viel. Machen wir lieber mal ein bisschen mehr. So. Nebelt jetzt tatsächlich weniger als erwartet. Wenn man hier noch eine kleine Absaugung hinmacht, dann sollte das eigentlich gar nicht mal so schlecht sein. Und hier auf der Folie außenrum ist auch kaum was drauf. So. Das sieht mal gut aus. Und die Schose wandert jetzt in den Backofen. Für 10 Minuten bei 180 Grad. 10 Minuten im Ofen und eine halbe Stunde abkühlen. Später haben wir ja das fertige Ergebnis. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen zu wenig Pulver drauf gemacht. Ich habe das Ding genauso rausgenommen und habe das vorher noch nicht probiert gehabt, einfach um es realistisch zu haben, wie einfach handhabbar dieses Gerät ist. Und wie wir sehen, die Oberfläche ist schön geworden, das ist alles miteinander verschmolzen. Hier unten an der Kante ist es ein bisschen heller, weil ich da eben sparsam war. Wenn man auch ein bisschen mehr Pulver aufträgt, verfließt die ganze Geschichte auch schöner. Wir haben unten noch ein bisschen die Abzeichnung vom Zink. Aber zum Zeigen als Ergebnis ist das schon eine geile Sache. Jetzt kommt die Geschichte, wo ich wirklich interessiert bin. Mal gucken. Ja, ist schon anfassbar abgekühlt. Das Holz hätte auch ein bisschen mehr vertragen. Aber man sieht schon, das Pulver zerläuft. Da habe ich ein bisschen geschüttelt gehabt. Deswegen ist dann dickerer Kleckspulver draufgegangen. Der ist nicht hundertprozentig verlaufen. Aber man sieht, wo die Reise hingeht. Man könnte durch die Menge Pulver, die man aufsprüht, entscheiden, ob man die Maserung mehr oder weniger drin haben will, ob man es mehr oder weniger geflutet haben will. Das ist jetzt natürlich ein Stück Multiplex mit einer Maserung drin. Macht man das mit MDF, wo gar keine Maserung hat, sieht es natürlich wieder anders aus. Da fällt mir aber tatsächlich ein, ich wollte mir noch einen Werkstatthocker bauen. Ich glaube, da könnte ich tatsächlich nochmal ein Projekt machen und mir eine MDF-Sitzplatte nehmen und die einfach Pulver beschichten. Wenn man die ganze Geschichte anfasst, merkt man schon, das ist komplett zu, das ist komplett versiegelt und allglatt. Also allglatt im Sinne von, man spürt die Maserung, aber es ist wie, nennen wir es mal, plastifiziert. Und das ist schon echt beeindruckend. Das ist natürlich auch wasserdicht, wasserfest. Für mich eröffnen sich hier gerade momentan ganz, ganz neue Möglichkeiten mit der Geschichte. Und ich denke, dieses Gerät wird man nicht das letzte Mal bei mir in den Projekten gesehen haben. Wie gesagt, wir haben hier ganz normales Multiplex. Naturbelassenes Holz würde ich jetzt eventuell nicht nehmen, aus dem einfachen Grund. Es müsste natürlich knalletrocken sein. Ich weiß nicht, wie sich das mit der Feuchtigkeit verhält bei normalem Holz. Aber wenn ein Holz heiß wird, dünstet es natürlich auch aus oder kriegt Risse oder verzieht sich. Da weiß ich es eben nicht einfach. Vielleicht werde ich spaßhalber mal einfach ein trockenes Stück Holz nehmen und Pulver beschichten. Aber das ist schon eine echt geile Sache, weil Pulverlack ist einfach mega, mega widerstandsfähig. Das ist einfach so. Ach, den haben wir jetzt auch schon anfasst trocken. Und das ist, wenn ich das jetzt anfasse, das ist eine super glatte, super kratzfeste Oberfläche. Gefällt mir richtig gut. Jetzt weiß ich auch, warum die ganzen Leute, die Motorräder restaurieren, das Zeug immer benutzen. Wenn ihr noch ein paar ausführlichere Tests über diese G-Code-Pistole haben wollt, wie gesagt, ich verlinke euch den netten YouTube-Kollegen von der Horex-Garage unten im Video. Ist ein ganz sympathisches Kerlchen. Grüße gehen raus. Und der hat dann auch so Lampenschirmabdeckung und die ganzen Motorradteile alles mal Pulver beschichtet. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und der Vorteil ist hier, wie gesagt, 10 Minuten Ofen, halbe Stunde abkühlen lassen. Benutzbar, anfassbar, gibt keine Kratzer. Echt eine geile Geschichte. Und ihr begrenzt euch tatsächlich, wie gesagt, bei den zu pulvernden Teilen nur durch die Größe des Ofens. Also wenn jetzt einer sagt, er möchte ja eine Felgenpulver beschichten, dann müsste er sich einen Ofen besorgen, wo eine Felge komplett reinpasst.
Sollte dann aber auch kein Problem sein, weil man hier relativ geringe Anforderungen hat. Wenn man dann aber so Teile wie Felgenpulver beschichten will, da muss man natürlich hergehen, dann tut man die erstmal entlacken, komplett mit Verdünnung reinigen, entstauben und dann erst pulvern. Da würde ich dann aber tatsächlich auch empfehlen, so eine kleine Art Absaugkabine zu bauen, damit man eben nachher keine Staubkörner drin hat und das Ergebnis schöner wird. Aber für den Hobbybereich und so weiter und so fort, allemal mehr als okay. Wie gesagt, die Oberfläche kriegt man, glaube ich, durch noch mehr Pulver noch glatter. Aber ich bin schon mal ordentlich beeindruckt von der ganzen Geschichte. Lange Rede, gar keinen Sinn. Bin ich beeindruckt? Definitiv. Weil habe ich nicht gewusst, dass man das kann. Tatsächlich nicht, habe ich mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Das kleine Pistölchen, jetzt mal noch zur Info. Diese Pulverlacke gibt es ja in allen erdenklichen Farben. Das ist jetzt einfach schwarz-matt, das gibt es auch in Hochglanz. Da gibt es Lacke, die teilweise auch Chrom nachahmen sollen oder. Wenn man sich jetzt denkt, hey, wie ist denn das mit der Reinigung? Muss ich da jedes Mal jetzt den Becher leer machen, den komplett ausspülen, bevor ich das neue Pulver reinmache? Nein, das ist bei G-Code eigentlich ganz cool gemacht. Habe ich oben liegen, habe ich natürlich nicht mit in die Garage runtergeschleppt. Man kann sich die Becher auch einzeln kaufen mit einer Cup-Holder-Station und jedes Mal verschließen mit diesen Schwämmchen, die dabei sind, damit das Zeug einfach nicht rausrieselt. Und dann kann man tatsächlich die ganzen Farben, die Standardfarben, die man immer benutzt, in diesen Bechern drin halten und das einfach jedes Mal nur aufstecken. Und dann hat man auch nicht wie bei einer normalen Lackierpistole die ganze Putzerei, Reinigerei. Und da ist dann eben so ein Halter dabei, ich glaube 4 oder 5 von diesen Cups mit einem Halter. Verlinke ich euch alles unten. Ich verlinke euch das System unten. Ich verlinke euch diese Cupholder und das ganze Zeug unten mit sämtlichen Infos. Und das ist doch eine ganz interessante Geschichte, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und ich freue mich jetzt schon drauf, was da noch für komische Ideen bei mir rauskommen, weil mir fallen jetzt so spontan mindestens 3 verschiedene Projekte ein, wo ich dieses Ding noch benutzen werde. Und das werdet ihr garantiert nochmal sehen. Also, Holz, Pulver beschichten, kann er. Finde ich gut. Ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch was.